Wird unser Universum vielleicht immer wieder neu geboren? Und wir damit auch? In einer ewigen Abfolge von Urknall und Kollaps? Philipp Hanschick hat geschrieben und er schreibt: Für Ihren YouTube-Kanal habe ich eine Frage, die mich seit einer längeren Zeit schon beschäftigt. Ich bin einmal auf die Idee eines zyklischen, oszillierenden Universums gekommen. Ein Universum, das sich ausdehnt, einen Scheitelpunkt erreicht und wieder zusammenfällt. Anschließend wieder in einem Urknall auseinandergeht und so weiter. Interessante Fragen dazu, seiner Ansicht nach. Spricht etwas Gravierendes gegen die Theorie? Falls es möglich sein könnte, wie würde es sich mit der Kausalität verhalten? Wäre jeder Zyklus gleich oder würde der vorherige Zyklus Einfluss auf den nächsten nehmen? Und das hätte ja sehr interessante Auswirkungen. Jedem Zyklus könnte alles völlig anders sein. Jeder Zyklus hätte nur winzige Änderungen im Vergleich zum anderen. Alles wäre immer gleich. Und im Fall B, also wenn es nur so winzige Veränderungen gäbe, wäre das tatsächlich sowas wie ein ewiges Leben und so weiter und so weiter. Also lieber Philipp, das ist ein großes Thema. Wenn es ums Universum geht, ist es das größte Thema, was es überhaupt gibt. Ich kann dir nur sagen, du bist da auf eine Idee gekommen, die hatten andere auch schon. Also die haben andere schon mal gehabt, vor allen Dingen, weil sie ausgerechnet haben, wenn das Universum als Ganzes Thema der physikalischen Beschreibung wird, dann kann ich diesem Universum ja Bewegungsenergie geben. Dann bewegt es sich, dann breitet es sich zum Beispiel aus, sein Radius wird immer größer und größer und dann hat es eben nicht nur Bewegungsenergie, dann hat es auch potenzielle Energie, also Energie der Lage. Die Energie der Lage hat was mit Gravitation zu tun. Und die Gravitation, die zieht ja nun ein expandierendes Universum, könnte ja gegen seine eigene Schwerkraft unter Umständen irgendwann verlieren und könnte dann wieder in sich zusammenfallen. Und wenn es dann in sich zusammengefallen ist, dann passiert irgendwie ruddeli, ruddeli, ruddeli was und dann könnte es wieder von vorne anfangen. Vorausgesetzt natürlich, es ist schwer genug, dass die Materie, die in ihm existiert, die Gravitationswirkung auf das gesamte Universum, also das Universum auf sich selbst, so ausübt, dass es dann wieder allmählich in sich zusammenfallen kann. Und so weiter und so weiter. Ja, das ist eine Idee, die gibt es seit 1921. Kommt also ursprünglich, nur damit du schon mal weißt, Philipp, mit wem du da zusammen denkst, Einstein, Albert, allgemeine Relativitätstheorie, Friedmann, Alexander, ein russischer Kosmologe und Mathematiker und Georges Lemaître. Das sind so die drei wichtigen Figuren, die bis 1930 die Kosmologie, die Wissenschaft vom ganzen Universum beherrschen. Und dazwischen Edwin Hubble, der also tatsächlich die Beobachtung gemacht hat, dass das Universum expandiert. Und da war tatsächlich die Frage, wird es immer weitergehen oder wird es irgendwann tatsächlich in sich zusammenfallen? Also würde man sagen, der Radius des Universums steigt und steigt und steigt und steigt und steigt bis zum Scheitelpunkt und fällt dann wieder runter. Und wenn es dann immer kleiner und kleiner und kleiner und kleiner geworden ist, dann könnte es ja wieder von vorne losgehen. So, also Philipp, erste Nachricht, es tut mir leid, Gravierendes spricht nicht gegen die Theorie, sondern die Fakten sprechen dagegen. Es gibt leider nicht genügend Materie im Universum, um eine solches wieder Zusammenziehen des Universums auch nur ein bisschen erklärlich zu machen. Die Materie im Universum hat vielleicht einen Energieanteil von, sind wir großzügig, 30%, der Rest besteht aus was ganz anderem, wo wir nicht genau wissen, was es ist. Wir wissen aber, es gibt auf jeden Fall nicht genügend Materie, dass das Universum wieder in sich zusammenfallen könnte. Aber nehmen wir mal an, wir hätten so ein Universum. Wir machen also genau das Gedankenexperiment, was du gerne hättest. Und wir lassen jetzt das Universum wieder zusammenziehen. Ich merke, dass ich während meiner Rede vom Sie zum Du gekommen bin. Du bist jetzt praktisch Kollege, Kosmologe sozusagen. Wir sitzen uns hier gegenüber, also nehmen wir mal an, Philipp, das könnte sich tatsächlich zusammenziehen. Was wäre denn dann passiert? Nun, so wie das Universum ja immer kälter geworden ist, als es sich auseinander bewegt hat, also expandierte, so würde es ja beim Schrumpfen immer heißer und heißer werden. Jetzt kann man sich tatsächlich praktisch stufenweise vorstellen, wie sich die Materie langsam auflöst. Wir wissen, bei uns ab 42 Grad Celsius lösen sich die Eiweißmoleküle auf. Also wenn wir eine höhere Temperatur kriegen, sind wir tot. Also irgendwann stellt man fest, aus den Festkörpern werden Flüssige, aus den Flüssigen werden Dämpfe. Die Dämpfe lösen sich auch noch auf, also die Molekülbindungen lösen sich auf. Dann hat man es nur noch mit Ionen zu tun, also positiv geladenen Atomen und den negativen Elektronen. Und dann irgendwann lösen sich die Atomkerne auch auf und die Elementarteilchen, die lösen sich irgendwann auch auf. Und dann, ja, wohin? Ja, bis zum Anfang.
bis zur höchsten physikalisch denkbaren Temperatur. Aber dann ist natürlich jede Information über dich, über mich, über alles, was irgendwie mal Struktur gehabt hat, ist völlig ausradiert. Es gibt nur noch Energie und sonst nichts. Und so kann man praktisch davon ausgehen, dass also auch alles, was jemals an in Anführungsstrichen Information in diesem Universum gewesen ist, einfach in dem ganzen thermischen Salat, in dem ganzen thermischen Bad der frühen Minuten verschwunden ist. Und jetzt kommt natürlich die Frage auf, gut, wir machen das Gedankenexperiment weiter, wenn es dann wirklich kollabiert wäre, wäre dann ein neues Universum dann trotzdem wieder dabei herausgekommen? Dazu muss man sagen, Philipp, die ganze Geschichte mit dem Universum ist schon so ein Ding. Woher kommt überhaupt so ein ganzes Universum? Nun, wenn etwas so klein geworden ist, dass es kleiner ist als ein Atomkern, und das Universum war sicherlich kleiner als ein Atomkern, dann ist man im Bereich der Quantenmechanik. In der Quantenmechanik können Dinge schwanken. Rauf und runter, hin und her. Und man erklärt sich heute die Entstehung des Universums als eine solche Schwankung des Vakuums. Meistens schwankt das Vakuum nur so ein bisschen, praktisch um so einen Wert herum. So die Auslenkungen sind relativ klein. Aber ab und zu kann auch mal eine Schwankung dabei sein, wo das Vakuum sich nicht mehr in den Urzustand zurückfindet. Das ist dann schon wieder weitergezogen sozusagen. Und so könnte dann ein Universum entstanden sein aus Vakuumschwankungen. Aber daran siehst du natürlich schon, der Anfang des Universums liegt völlig im Dunkeln. Also obwohl es ja wahrscheinlich sehr hell gewesen ist damals, aber es liegt völlig im Dunkeln. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was der Grund dafür gewesen ist, dass das Universum sich in seine Existenz geworfen hat. Entsprechend wüsste man auch nicht, wenn das Universum sich wieder zurückentwickelt hätte, ob dann irgendwie ein Anlass für das Vakuum gewesen wäre, sich wieder erneut in die Existenz zu werfen, oder ob das Vakuum dann nicht eben erstmal unendlich lange, fast unendlich lange, einfach so vor sich hin oszillierte. Und auch die Frage der Unendlichkeiten ist dann eben erledigt. Also wenn das Ganze ohnehin nur ein einmaliger Akt war, dann gibt es auch keine Unendlichkeit. Also gegen unendlich gibt es die Eins sozusagen. Eins heißt einmal und dann nie wieder. Unendlich heißt immer und immer wieder. Es könnte sein, dass unser Universum eben das eine Universum ist, das sich in seine Existenz geworfen hat. Just auch noch mit einer Kombination von Naturkonstanten und Naturgesetzlichkeiten, die es möglich gemacht haben, dass sich Planeten, Sterne, Galaxien entwickelt haben, dass es tatsächlich auf einem Planeten auch Lebewesen gibt, entwickelt haben, dass diese Lebewesen sich sogar zu Lebewesen entwickelt haben, die zum Beispiel so einen YouTube-Kanal hier produzieren und so weiter. In anderen Universen könnte es ganz andere Kombinationen von Naturkonstanten geben. Da könnte die Lichtgeschwindigkeit kleiner sein oder größer sein. Die Raumdimensionen zum Beispiel. Hier, Philipp, das ist einer für dich. Die Raumdimensionen könnten zum Beispiel anders sein. In unserem Universum gibt es drei Raumdimensionen. Aktive, drei. Man kann zeigen, also mathematisch beweisen, dass nur in einem dreidimensionalen Universum es stabile Planetenbahnen gibt. Man kann also für n-Dimensionen, für n kann man irgendeine beliebige natürliche Zahl einsetzen, für n-dimensionale Universen sich die Frage stellen, wann gibt es überhaupt nur stabile Planetenbahnen? Und es gibt nur eine Lösung, n gleich 3. Ja. Man kann sogar fragen, wie viele Zeitdimensionen darf ein Universum nur haben, damit es eine Kausalität gibt, also einen klaren Unterschied zwischen Ursache und Wirkung. Antwort ist n gleich 1. Man kann sogar fragen, was für eine Struktur müssen die Naturgesetze haben, damit genau solche stabilen Lösungen, wo ich zwischen Ursache und Wirkung unterscheiden kann, eigentlich, damit genau sowas ausrechenbar wird. Auch das gibt einen bestimmten Satz von Differentialgleichungen, nur die gestatten überhaupt solche Lösungen. Das heißt, die Mathematiker, die haben solche Gedankenexperimente, wie du sie gemacht hast, schon mal umgesetzt. Und dann stellt man fest, nur mit diesem Satz kann ein Universum überhaupt ein Lebewesen hervorbringen, das solche Fragen stellt wie du. Ja, das heißt also, wenn jetzt der Anfang ohnehin ein totales Informationszerstörungsereignis ist, wenn das Universum wieder in sich zusammengefallen wäre und dann wieder neu anfangen würde, dann hätte das Universum alles vergessen, was jemals gewesen ist. Und es hätte völlig neue Möglichkeiten zu beginnen. Völlig neue. Völlig. Also das Universum, das wir haben, ist ein Universum, würde ich mal sagen, von der wunderbaren Eigenschaft, dass es uns hervorgebracht hat, dass es die Möglichkeit gibt, sich darüber Gedanken zu machen. Und mit uns hat das Universum sich mindestens eine Möglichkeit verschafft, sich selbst zu betrachten. Und das finde ich schon mal schön.